Hallo Freunde von World of Warships und herzlich willkommen zu diesem kleinen Gefecht, in dem man sieht, wie wichtig es ist, am Anfang Glück zu haben und die richtige Seite zu wählen. Nur schade, dass ich den Smoke mit dabei hatte. Ah, hör nur, Mimi. Fahrt mal ihr ne Kagero und nicht ne Kids, dann. Dann beachte ich das. Danke, André. Aber diese Panasia, die sind ganz so oft. Also jetzt bei den CWs habe ich jetzt auch schon gesehen. Da hat ein Clan, meine, die müssten mit drei von den Panasia rumfahren. Ja, die Smokes sind halt übel von denen. Und ja, so. 100%. Ansonsten sind die DS nicht so geil bei den Clan-Gefechten, finde ich. Nee. Also wir haben auch immer einen dabei. Also das bin dann meist ich mit der Z52, einfach wegen so nah und alles drum und dran. Weil ich relativ flott bin. Aber ansonsten haben wir nur Radarkreuzer und wenn es geht, halt dann eine Conqueror dabei oder halt eine Montana. Genau, ja, das sind die zwei besten, finde ich auch. Ja. Dann ist halt Moskwa, Des Moines und ab zu dann Hindenburg. Ja, ist eine gute Kombi. Das ist, wenn man eine DD dabei hat, dann hat man halt weniger Feuerkraft, aber für Scouten ist das schon geil. Man 100%. Kann halt. Genau, eben ungesehen kann man das gegnerische Team aufmachen. Es kommt halt darauf an, was sie für eine Taktik fahren. Wenn die so eine Verzögerungstaktik oder eine defensive Haltung fahren, dann ist das 1A. Also mit dem Aufdecken. Die sind dann offen und werden beschossen und wissen nicht, worauf sie schießen können. Richtig. Aber wenn man eine Push-Taktik fährt, dann ist der DD für den Arsch. Es geht so. Also wir haben eigentlich viele Karten, wo es so gut läuft. Es gibt nur 4. Und davon wäre. Tja. Aber, das kommen alle von hier anscheinend. Ja, ist doch gut. Ja. Hab da was zu tun. Ist für mich hier ein bisschen uncool als einziges Schlachtschiff. Ah, ne, das war nur einer. Aber ich weiß gerade nicht, wie die Karte heißt. Da ist eine Inselkette quasi von oben bis einmal runter. Ja, Bergkette heißt sie. Ja, genau. Ich hasse die Karte, weil als DD bist du ja quasi gezwungen, den C-Cap zu nehmen oder zumindest anzucappen oder so ein bisschen was. Wenn da immer was steht, das ist immer ein bisschen dämlich. Also pushen wir jetzt quasi. Hindenburg brennt übrigens zweimal. Also pushen wir quasi mit dem kompletten Team, außer ich, außenrum quasi, ne? Achso, linksrum oder was? Also ja, AB. Genau. AB, ja, richtig. Klappt eigentlich ganz gut. Ah, es ist so lang da. Yamato brennt. Nur die Shima könnte dann hier bei uns sein. Theoretisch. Nein, du zwingst sie zum Abdrehen. Das waren deine Torps, oder? Ja. Scheiße. Ich hab nicht getorpt. Wer war denn das dann? Torp jetzt erst. Also meine waren es nicht. Ich hab Torps ausgebaut. Ja, haha. Oh, hier ist ein Radar unterwegs. New Orleans. So. Ei. Das ist nicht wundern, ich bin ein bisschen defensiv, weil ich. Ja, du bist das einzige Schlachtschiff, verpiss dich hier, soweit du kannst, hast du ja schon gefressen. Da sagt niemand was, keine Angst. Ich hab rausgeteilt. Der brennt immer noch. Jetzt dürften die Torpedos aber treffen. Nicht zuversichtlich. Ja, sehen sehr gut aus, auch die Yamato. Wo ist denn die Shima? Ein bisschen. Das möchte ich gar nicht wissen. Hauptsache weit weg. Ja. Also hier sind Shima und Yugumo oder die Z23. Die Shima wird nicht zu dir kommen. Also der Magi wäre übel, wenn die kommen würde und wir hätten sie nicht gesehen. Oh, die Torps sind nicht schlecht. Ja, 24, und da kommen noch ein paar. Oh ja. Oh ja, das war lässig. Schau dir das. Ah, jetzt nimmst du raus, wenn du kannst. Ich guck mal, ob ich ankomme.
Ne, die machen zu großen Bogen. Aber doch, er brennt. Ja, nicht löschen. Sehr gut. Ja, solange ich da rumdümpel, dürfte die Schiebe nicht ankommen hier. Ja. Könnte mein Kill werden hier. Ja. Ja, ich gönn dir. Ich könnte auch nochmal drauf schießen. Nein, natürlich, die Minotaur. Die ganze Zeit hinter der Scheiße. Schau dir an, wo die rumeiern. Da müssen sie sich da noch den Kill holen. Das ist das Beste, was uns passieren könnte, dass ein Teil der Flotte hier zu uns fährt, ohne Ishima. Ja, 100%. Alter, wieso bin ich schon wieder offen? Wollt ihr mich verarschen? Hier ist doch nix. Bin ich offen. Flugzeug. Nein, hier. Oh. Nee, das ist ein Radar. Offen durch das scheiß Flugzeug. Ach, der das Moins oder was? Das Moin? Kann das sein? Hat die Radar? Natürlich. Ach, 9,8 Kilometer Reichweite. Ja, aber gut, nicht so lange. Ja, 20 Sekunden. Oder 35, glaube ich, mit. Oder fast 40 mit dem Modul. Oh, dreh nicht ab, dann passen die Torps, Junge. Du hast ja nur einen Werfer, du Armer. Ja, ja. Aber dafür habe ich paar. Jetzt kommen sie und wollen pushen hier vorne, ne? Also, oder wir müssen unterstützen. Ja. Oh, die blöde Kack. Lass ruhig, ich brauche nicht so viel Unterstützung hier. Es ist wichtiger, das ist egal, dass P als Cap gehalten wird, weißt du. Würde mich gerne ein bisschen smoken und schießen. Ich habe nämlich extra Smoke mitgenommen, anstatt den Torpedo-Reload, damit ich ein bisschen ballern kann. Ja, aber die Hindenburg hat so nah. Also ah, schon, aber was sind die? Knappe 5 Kilometer, das? Ja. Oh, kann jetzt meiner diese scheiß Des Moines hier rausnehmen? Die fährt doch hier so breit ich hin, ey, Leco mio. Muss der anzeigen. Def 3. Ja, ich finde das immer super, wenn die Schiffe die gegnerischen so überlappend fahren, dass ich einmal auf das vordere in voller Kraft torpen kann und dann auf das hintere in voller Kraft torpen kann, wobei das dann gleichzeitig das wäre, wenn das vordere abbremsen würde. Richtig. Aber jetzt dreht sie, die dreht jetzt weg, jetzt wird sie es riechen. Warum drehten die jetzt weg? Naja. Treffe ich zumindest die Hindenburg vielleicht mit einem. Ich hab ne Montana und ne Sau stehen komplett zusammen. Ärgens nicht. Wo möchte eigentlich unsere Bismarck hier vorne hin? Sie weiß es nicht. Ja, die Hindenburg könnte man jetzt rausschießen. Ich bin dabei. Sehr gut. Dann zeige ich das dem Team nicht an, ansonsten gönnen die sich noch unseren Kill. Machen sie sowieso wahrscheinlich. Oh ja, nice. Habe ich mir noch secured mit 4000 Schaden. Mhm, super. Wie sieht's bei dir aus? Ja, 45.000. Ach, der nee. Ach, die 40. Scheiß Yugumo. Deswegen. Ach, hier ist ja alles. Die kommen auf der Seite hoch. Ja, siehst du ja. Auf die Spitze torpen, wenn du kannst. Und gut ist. Komm dann, glaube ich, auch mal zurück, weil die Bismarck, da fahre ich nicht hinterher. Nee, nee, die macht das einen großen Bogen, bis sie wieder zurück ist, ist das Spiel vorbei. Genau, lieber hier rüber. Oh, ich bin offen. Oh, weil das hier ist gut. Alles, hier kommen jetzt alle hier rüber. Sau, Minotau. Was hast du für eine Aufdeckungsreichweite? Könnt das, die Dirpitz kann es nicht sein, oder? 14. Dann ist hier irgendwo eine Schema, in diesem Bereich. Die Yugumo ist auf jeden Fall raus. Boah, ich werde hier geballert. Hilfe! Wie viele Torpedos sind das da drüben? Das ist von der Yugumo, die ist tot. Okay, okay. Die war hier bei mir. Da müssen wir jetzt Torpedo zählen. Das ist die Shima, die wurde noch nie gesehen. Die kommt ja durch die Mitte, da könnte ich wetten. Ich fahr da mal hin zum Mitte Scout. Mitte ist Shima, definitiv. Ja. Weil ja, weil die toppt die ganze Zeit da immer durch. Also das sind so Momente, wo man sich jetzt so gut offen, da kann sie. Ja. Komm nicht ran. Oh, das ist guter Schaden. Komm her, Shima. Lass dich noch ein bisschen schießen, Shima.
Warum taucht der auf dich und nicht auf mich? Das ergibt jetzt aber keinen Sinn. Der hat auf dich getaucht, nicht auf mich. Ja, der eine, der jetzt abprallt hier so. Ja, der hat sie schon geworfen, bevor ich ihn gescoutet habe. Willst du die Schiene aufmachen? Ja, ich fahre jetzt rein. Und Flieger mit hoch. Aber sieht so aus, als wäre sie kreisemäßig hinten rausgefahren. Aber ich fahre trotzdem mal rein. Nee. Da ist sie. Ah, oh, da ist sie. Ich bin wieder offen. Und auf geht's. Schau mal. Bam. Und sie schießt auf dich, das ist geil. Oh, nice. Gutes Teamwork. So muss das sein. Aber da kommt nochmal hier eine Tirpitz vorne. Bleib uns weiter auf HE, wenn er spitz zufährt. Gut, dass du gesagt hast, die Tirpitz, man muss sagen, die Tarnung hat's gebracht, weil ich Idiot so auf die Schema fokussiert war. Da hat's jetzt die Tarnung echt gebracht. Abdrehen, weil Torpedos an. Ja, warte, ich top sie raus. Du musst keine Angst haben. 40 Sekunden, dann habe ich Reload. Ja, aber in 40 Sekunden hat er mich getorbt. Ja, das stimmt. 5, 4, 3, 3, 1. Torpedos sind raus. Alles gut. Ja, perfekt, super. Hätt's wahrscheinlich sogar aus dem Smoke machen können, aber... Firma dankt. So muss das. So macht das Spaß. Oh, schau mal da vorne, eine Z. Die wird sich verschüssen da. Das leuchtet nicht. Ah, nein, nicht mit uns. Hat sich festgefahren. Oh, ah! Ich kriege aber auch kein Damage drauf. Alles wird mir vor der Nase weggeklaut. Also, wenn die Leute zu gut sind im Team, dann ist das nicht so toll. Ja, aber macht ja irgendwo auch Spaß. Und wenn das Teamwork passt und das Team mitspielt, dann kannst du auch mal sagen, ey, ich hab halt nur 60.000 Schaden, so wie jetzt gerade. Ja, also ich finde, gleich starke Teams wären quasi das A und O. Das ist richtig. Das wäre das Spannendste, was hier passieren kann. Und wie gesagt, das ist auch viel Glück. Schau mal, wenn auf der anderen Seite alles gewesen wäre, dann hätten wir ja auch wenig Damage machen können oder wäre schwieriger gewesen. Schau mal, du kannst ja jetzt die Bismarck da drüben wahrscheinlich, die fast volle gönnen. Das ist richtig. Wenn du noch schaffst, die Biege zu kriegen. Da unten ist nur noch die Minotaur und eine Norka, die wahrscheinlich drüben beim C bleibt. Die möchte ich nicht. Ein D, das ist der D-Base. Aber als ich da hingefahren bin, hat das Team, die sind alle schon wieder, weißt du, die haben diesen alle Killgeil. Gönn einem auch nichts. Ja, ich gönn mir jetzt da die Minotaur. Oh, da hinten ist sie. In North Carolina, guck mal. Die ist für mich da. Wo ist denn die Minotaur? Oh. Die ist nicht da, wo sie angezeigt wurde. War sie nicht hier? Ja, da wo war sie angezeigt, aber die ist nicht mehr hier, sonst hätte ich sie gescoutet. Ja, 10 Kilometer auf der Kugel. Ja, 9 kann man schießen mich dort, aber wäre ich dran gewesen. Ja, dann. Wer bist du auch nicht? Vielleicht irgendwo hier oder so? Da kann sie noch sein, theoretisch. Die würden mir jetzt noch fehlen. Ich habe jetzt 148.000 Schaden, aber es ist nur schlechter Schaden auf Schlachtschiffe. Ich habe 24.000, oh. Ja, du hast aber auf DDs geschossen. Mein Schaden macht nur fett, aber macht nicht glücklich. Könnt den gebrauchen, krieg ich mehr Kohle. Nee, eben nicht, das ist ja.
Wenn du einen DD rausnimmst mit 20.000 HP und 20.000 Schaden und einen Kill und die Yamato mit 97.000 und einen Kill, kriegen wir ganz genau gleich viel. Ah, ich habe aber leider keinen Kill. Ja gut, das... Habt ihr ja alles schon. Die Minotaur habe ich nur gedefft und hab mit drauf geschossen. Deswegen konnte sie die ganze Zeit da ballern. Die hat 3 Minuten Smoke gehabt, insgesamt. Die hatte erst und dann habe ich sofort und die konnte nur ballern. Ah, wie gesagt, es ist mittlerweile nicht nur ein Können, viel Schaden zu fahren, indem man gut spielt, sondern ganz wichtig ist die erste Entscheidung, wohin man fährt. Und dann im DD muss man sich so positionieren, dass man dem eigenen Team den Schaden verwehrt, damit man selbst noch einen bekommt. Das klingt so gemein, aber es ist halt unterm Strich leider so. Ist wirklich so, ja. Weil sonst fährst du ran und wirfst Torpedos ab und das deckst den Feind auf und das Team snipe von ganz hinten, von 20 Kilometern. Und wenn da 5 Schiffe drauf schießen, irgendjemand trifft immer. Stimmt. Ja, kappen wir durch, dann kriegen wir noch ein bisschen Eroberungserfahrung. Jupp. Und dann. Ja, die Minotaur ist echt weg. Keine Ahnung, wo sie ist. Naja, Runde ist durch, hab ich schön durchgekappt. Alles gut. Wird doch noch Schaden machen versuchen. Ich weiß nicht, warum die Leute wegfahren. Müssen die noch Reparaturkosten zahlen? Also, je nachdem, wie viel Schaden sie genommen haben, so wie früher. Das sind wahrscheinlich Leasing-Schiffe, ja. Da fahre ich doch noch rein mit Kamikaze und werf Torps sternförmige Richtungen. Ah ja, das war nicht so ein gutes Game für mich. Ich musste auch ziemlich viel tanken. Verdammt. Ich hatte Glück mit der Seite. Ja, ich hatte Pech mit der Seite. Ja. Ja gut, wir waren auf derselben Seite. Aber ja, es sind aber ganz unterschiedliche Schiffe, gell? Deswegen. Du hast mit dem Zerstörer einfach bei sowas viel mehr Möglichkeiten, weil du nicht aufgehst. Genau. Ich als deines Schlachtschiff, wir haben schlechte Karten, ne? Ich hätte dich gesmoked, hätte es noch was gebracht. Dann, aber so gehst du auch, wenn du schießt auf 16, 17 Kilometer auf und also nur 2 Kilometer Spielraum. Und das wird schnell überbrückt.